Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Rise of Industry, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Brilli, und wir sind hier wieder in Wahlstedt. Ihr seid ja die Wahlstädter, oder? Ihr habt gesagt, nein, ich ziehe nicht nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München. Ich ziehe nach Wahlstedt, denn da sind die Sandbagger. Da wird das verdammte Glas produziert. Was soll ich denn woanders? Wahlstedt, das ist meine Wahlstadt. Mann, ey, wir brauchen Glas, Leute. Glas ist das Wichtige. Und das erste Glas wird gerade produziert. Sehr gut. Ich heiße euch natürlich herzlich willkommen. Es ist wieder die weirde Folge, in der ich kommentieren muss und nicht live spiele. Falls ihr das in der letzten Folge verpasst habt. Ja, ich war dumm und habe den Sound verkackt. Deswegen gibt es jetzt das volle Kommentatoren-Deutsch. Leute, ich habe immer noch ein bisschen Husten. Ah, ist nicht schlimm. Mir geht's gut, keine Sorge. Ja, ist gut. Nein! Noch kein Krankenwagen, ist alles in Ordnung. Ist okay. Ich komme klar, Leute. Noch lebe ich. Noch fließt Blut durch meine Venen und Arterien und versorgt mein wunderbares Gehirn mit Sauerstoff. Leute, ich schweife ab. Was geht ab? Leute, was geht hier ab bei Rise of Industry? Ich gucke hier gerade, ob ich jetzt mehr Sand hier hinliefere oder nicht. Weil wir haben ja in der letzten Folge Sand angebaut, nochmal ein zweiter. Ich glaube, ich gucke hier wieder mal, wie ich Glas verkaufen kann. Denn ich habe immer noch keine Ahnung, wohin mit dem Glas. Was soll ich mit dem Glas machen? Ja, das ist die große Frage, meine lieben Freunde. Denn irgendwie muss ich doch Glas verkaufen können. Oder? Hier kann ich halt vom Staat Sachen einkaufen. Das habe ich soweit registriert. Und zwar nur diese Rohmaterialien kann man halt einkaufen. Macht ja auch Sinn. Was soll ich hier in Endprodukt einkaufen? So, dann habe ich mir den Weltmarkt hier oben mal angesehen. Da stehen nämlich immer die aktuellen Preise für das jeweilige Gut. Ihr seht, Glas geht gerade runter. Vielleicht ist ganz gut, dass wir es gerade nicht verkaufen. Pro Stück Glas 18.000 ungefähr. Also, das Glas momentan, die Prozentzahl drunter ist immer 100%, scheint wohl der Normalpreis zu sein dann. Und alles, was drüber ist, ist vielleicht in Ordnung. Und was drunter ist, ganz, ganz schlecht. Und die Tendenz, der Pfeil, der ist natürlich immer da. Hier sieht man das auch. Sand geht gerade runter. Nicht gut. Vielleicht liegt es daran, dass wir auch selber gerade Sand verkaufen, dass das die Weltwirtschaft natürlich ein bisschen beeinflusst, was eben in dieser Weltstadt Wahlstedt so passiert. Ja, das kann natürlich durchaus sein. So, dann habe ich das alles mal wieder zugemacht und mal geguckt, ob in meinem Lagerhaus denn das Glas ist. Ja, 3 Einheiten Glas sind hier. Und dann habe ich geguckt. Baumarkt. Ich habe es, glaube ich, nochmal geguckt. Warum ist hier kein Glas? Da ist Baumwolle, da ist Öl, Sand, alles kann man da machen, aber irgendwie kein Glas. Ich rall es einfach nicht. Wo soll das Glas hin? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es hat gedauert. Leute, es hat gedauert. Ich kann das schon mal spoilern. Ich habe es rausgefunden. Ich habe es rausgefunden, weil ich einfach ein cleveres Kerlchen bin. Immer noch bin ich sehr, sehr traurig darüber, dass man in der Bücherei kein Glas kaufen kann. Finde ich ein bisschen waghalsig von den Entwicklern tatsächlich. Dann bin ich nochmal durch meinen Hauptsitz gegangen. Da ist auch nochmal aufgeführt, wie ich gerade forsche. Hier schön Kredit über, was kann man machen? 10 Millionen. Eieiei. Das werden wir vielleicht auch nochmal irgendwann machen müssen, wenn das weiter so geht. Leute. Entschuldigung. Es ist gerade relativ, ja nicht relativ spät, aber es ist der Abend. Irgendwie hustet man am Abend mehr als am Tag. Kann das sein? Ist es so? Warum ist es so? Weil weiß ich nicht. Guck mal, Glas! Oh, diese wunderschönen LKW mit den Glasscheiben, oder? Ich finde, das Spiel ist schon irgendwie schön. Ich weiß auch nicht. Es ist sehr minimalistisch, aber trotzdem sehr, sehr schön. So, und dann habe ich nämlich hier geguckt. Glas, und dann habe ich einfach gemacht, Start! Ich habe das Lagerhaus angeklickt, Glas ausgewählt und als Ziel einfach den Start. Wie einfach ist das denn? Ja, Leute, und dann geht's nämlich los. Dann geht's nämlich los. Dann schicken die das Glas nämlich runter, die LKW. Ja, nee, es hat nichts mit Stadtcenter zu tun, Brilli. Nichts. Ich habe halt gedacht, jetzt bringen die das Glas zum Bürgermeister ins Stadtcenter. Sind auch direkt hier, das sind alle zwei Produktionen, die momentan durchgelaufen sind. Also zwei Mal wurde schon Glas hergestellt. So, und dann habe ich gedacht, jetzt bringen die das hier zum Bürgermeister. Ich habe doch gar kein Glas bestellt.
Haut ab, ihr Dreckigen! So, das tun sie dann auch, denn die fahren gar nicht zum Bürgermeister, sondern die fahren einfach aus der Map raus. Ich hab gedacht, what? Wohin fahren die denn? Die fahren auch aus der Map raus. Der Start ist nämlich außerhalb der Map. Ha! Leute, wie gut ist das denn? Hab ich rausgefunden. Hab ich alleine rausgefunden. Hahaha! Lobt mich! Lobt mich! Tja, Leute, da sagt ihr, der Brilli kann nichts. Der kann alles. Alles kann er. Alles. So, hätten wir das Problem auch geklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Geld machen wir denn überhaupt mit dem Glas? Tja, das ist die Frage. Dann habe ich hier geguckt, ich kann keine Straßen bauen. Ich kann nur Dirt Road bauen. Ich wollte die nämlich mal austauschen, damit die schneller sind mit dem Sand. Dann habe ich geguckt, ob man die erst erforschen muss, die anderen Straßen. Und ja, muss man. Und zwar war ich gerade schon drauf, hab's wieder nicht gecheckt. Da gibt's Zielslots, kann man erforschen. Trucker-Depot, Trucker-Kapazität kann man erforschen. Also man kann echt viel forschen. Das ist schon mal klar. Aber wo kann man denn die Straßen erforschen, lieber Brilli? Ja, wo ist das bloß? Bei Logistik vielleicht. Zack, da sind sie nämlich. Stadtstraßenbau ist nämlich noch gesperrt und man kann auch die Geschwindigkeit erhöhen. Also der Autos, die darauf fahren. Ja, Leute, so ist das. Aber ich kann momentan nicht forschen, weil ich die Flaschen erforsche. Und das finde ich jetzt erstmal wichtiger als die Straßen. Oder, habe ich mir gedacht. So. Ja, also, das Glas wird endlich verkauft nach außerhalb zum Start. Dann ist natürlich die Frage, wie viel Geld bringt das denn eigentlich? Ich hätte gerne mal, hier sehen wir jetzt unsere Bilanz. Unsere letzter Monat, dieser Monat Bilanz. Also wir haben letzten Monat minus 81.000 gemacht. Die Forschungskosten hauen halt mega rein. Wären die Forschungskosten nicht, würden wir Plus machen. Ist halt so. Wir müssen ja auch forschen, es geht ja nicht ohne Forschung. Und ich weiß jetzt nicht, ob da das Glas auch schon drin war im letzten Monat. Da habe ich hier oben nämlich einen neuen Button gefunden, weil ich wollte das alles noch mehr aufgedröselt haben. Ich will genau wissen, wie viel Glas ich verkauft habe, für wie viel. Aber selbst hier sieht man das nicht so genau. Man sieht hier Ausschläge, wo ich irgendwie was verkauft habe. Aber man sieht nicht was, zu welchem Preis und wie viel. Das finde ich ein bisschen doof. Das ist auf jeden Fall unser Plus. Über die Zeit. Aber ich weiß nicht genau, was diese Ausschläge zu bedeuten haben. Wenn man so viel redet, dann braucht man mehr Sauerstoff, Leute. Entschuldigung fürs Gähnen. Aber es ist nicht, weil es langweilig ist. Naja, für mich tatsächlich ein bisschen langweilig, weil ich schon weiß, was alles passiert. Aber hauptsächlich, weil ich so viel reden muss. Wenn man kommentiert, ich habe das in der letzten Folge auch schon kundgetan, das ist was komplett anderes, als wenn man halt gerade selber spielt. Also dieses Kommentieren von seinem eigenen Stuff. Das ist was ganz anderes. Wenn ihr irgendwann mal Let's Plays macht, oder vielleicht macht ihr es ja schon, dann wisst ihr es schon. Aber dann werdet ihr es merken. Dann werdet ihr es irgendwann mehr. Irgendwann werdet ihr auch den Fehler machen, das Mikro nicht angehabt zu haben. Und dann steht er nämlich da. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? So, liebe Freunde. Ja, ich habe ja einfach mal alles durchgeklickt. Guckt, was kann man hier sehen? Ich wurde nicht gerade sehr schlau aus diesen ganzen Graphen. Deswegen habe ich sie da weggemacht. Ich will halt, also das werde ich vielleicht den Entwicklern auch nochmal schreiben. Ich will aufgedröselt haben, wie viel ich verkauft habe. Wegen mir noch an wen und für welchen Preis. Das hätte ich gerne. Dann habe ich hier gesehen, das Lager ist komplett voll mit Kohle. Weil wir ja relativ viel Kohle herstellen, aber eben immer nur ein Kohle brauchen, um drei Glas herzustellen. Das heißt natürlich, dass viel, viel Kohle viel, viel Kohle einfach, brauche ich das? Viel, viel Kohle einfach überbleibt. Ich habe hier geguckt, ich wollte jetzt sagen, dass aus dem Lager hier noch eine neue Route gemacht wird, dass die Kohle zum Baumarkt bringt. Um das da zu verkaufen, das kann man. Aber hier gibt's keinen vierten Slot mehr. Ich habe ja hier schon Sand zum Baumarkt, Sand zur Glasfabrik und Kohle. Oder nee, Glas, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas habe ich da noch. Ach, Glas zum Start, genau. Das heißt, ich habe da keinen Slot mehr für eine neue Route. Das kann man erforschen, man kann mehr Slots machen. In dem Falle musste ich aber jetzt ein neues Lagerhaus bauen. Da habe ich mir gedacht, dann kommt jetzt die ganze Kohle, kommt jetzt in das neue Lagerhaus 3. Das bedeutet, hier muss das umgestellt werden. Kohle ab jetzt nicht mehr Lagerhaus 1, sondern Lagerhaus 3. So, das heißt, die ganze Kohle wird jetzt da reinkommen. Und dann kann es von da eben
ja, in die Stadt transportiert werden oder eben zur Schmelzerei. Da habe ich geguckt, in der Schmelzerei an sich, beziehungsweise in der Glasfabrik, sind momentan 21 Sand, eine Kohle. Da wird offensichtlich immer nur so viel Kohle hingetan, dass es genau reicht, um die neue Produktion anzufangen. Da kommt jetzt gleich wieder neuer Kohle, könnte mehr Kohle hin, aber haben sie nicht gemacht, warum auch immer. Hier sind jetzt 32 Kohle drin. Ich habe die Kohle jetzt umgeschichtet. Jetzt wollte ich noch wissen, ob das denn trotzdem hier die Kohle weniger wird in dem alten Lagerhaus. Bis jetzt konnte ich es noch nicht. Und da sind auch fremde LKW, habe ich mir gedacht. Hier ist ein fremder LKW einfach. Mit Gestrüpps. Mit Essen. Da habe ich mir auch gedacht, habe ich vielleicht falsch angefangen mit der Schwerindustrie direkt? Vielleicht hätte ich doch erstmal auch Essen machen sollen. Aber man steckt nicht drin. Man steckt einfach auch nicht drin. So, hier sind immer noch 32 drin. Und dafür muss das auch erstmal einmal wegticken. Weil die, wie gesagt, nicht so viel Kohle einlagern. Warum auch immer. Die lagern sehr viel Sand, aber wenig Kohle ein. Ob das irgendwie reserviert ist für die Sachen, die mehr verbraucht werden? Ich habe keine Ahnung. So, dann habe ich hier, glaube ich, schon mal... Nee, noch nicht. Wollte erst wissen, ob das mit der Kohle da passt. Weil nicht, dass die Glasproduktion aufhört. Die uns hoffentlich doch wenigstens ein bisschen Geld gibt. Da habe ich mich auch noch gefragt, ob die denn überhaupt Geld geben, die scheiß Glasdinger. So, dann hier Kohle nach. Man kann es an den Staat verkaufen. Ich glaube aber, dass der Staat weniger Geld gibt als der Baumarkt. Jetzt habe ich einfach den Baumarkt in Wahlstedt genommen. Man kann auch übrigens die ganzen anderen, kann man alle nehmen. Man kann alles verteilen. Das ist gar kein Problem. Man muss da nicht irgendwelche Depots bauen oder so. Man kann das einfach dahin liefern. Ich weiß halt nur nicht, wie viele LKW so ein Lagerhaus zum Beispiel zur Verfügung hat. Da bin ich mir unsicher. Hier habe ich, glaube ich, jetzt langsam rausgefunden, dass da immer nur eine Kohle drin steckt. Und zwar immer nur so, dass es genau reicht. Ja. Das, muss man auch erstmal rausfinden. Warum auch immer das, wie gesagt, so ist. Man weiß es nicht. Aber hier ist jetzt 31, das heißt, es ist im alten Lagerhaus, wo Kohle gar nicht mehr hingebracht wird, tickt es langsam runter. Ich hoffe halt, bis dann keine Kohle mehr drin ist. Werden wir sehen. Und hier habe ich jetzt auch mal gesehen, da bauen auch andere Leute, ne? Da wurde ein Wasserwerk gebaut, da wurden Felder erstellt. Also hier bauen auch irgendwelche NPCs Sachen. Und die treten natürlich dann letztlich mit mir in Konkurrenz. Das ist ja auch, muss man ja auch sehen. Deswegen, bin ich schon mal froh, auf jeden Fall in der Schwerindustrie dann irgendwann vielleicht zu sein. Und nicht ja mit denen in Konkurrenz um Nahrung trete. In Konkurrenz mit Nahrung trete. Das ist ja vielleicht auch nicht so geil. Ja. Was habe ich dann geguckt? Dann habe ich geguckt. Kohle geht auch schon runter, der Preis. Wahrscheinlich auch, weil ich das hier Sand und Kohle verkaufe. Geht halt, drückt ein bisschen. Aber Kohle ist immer noch bei 138% an Preis. 4.000 pro Stück. Immer noch deutlich mehr als Sand zum Beispiel. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Guck mal, hier hat einer eine Glasfabrik und Schmelzerei neben meine Sachen gebaut. Was soll das denn? Ich könnte das kaufen für 1,6 Millionen. What the fuck? Die kostet 650, wenn man die neu baut. Warum sollte man das denn eigentlich tun? Um die anderen zu schwächen wahrscheinlich. Das ist der Aufpreis vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was der da macht. Weil da wird nichts hingeliefert. Da wird nichts wegge... Die steht da einfach. Um zu zeigen... Hey, Brilli, pass ja auf, was du hier machst. Du bist nicht alleine auf diesem Planeten. Nein, nein, nein. Sowas vielleicht. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich hoffe das Beste. Ich hoffe das Beste. So, ja. Was habe ich hier geguckt? Ich wollte, glaube ich, irgendwann mal gucken, ob das Glas denn überhaupt Geld bringt. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben nicht viel Geld gemacht, seit wir das Glas verkaufen. Oder machen nicht viel mehr Plus irgendwie. Aber okay. Also Kohle tickt hier auf jeden Fall langsam runter im Lagerhaus 1. Der Rest... von 30 ist jetzt noch da. Und der Restkohle wird ja ins Lagerhaus 3 gebracht und dann nach Wahlstedt in den Baumarkt und dort vertickt. Dann habe ich überlegt, noch eine dritte Sandgruben-Dings zu bauen. Tatsächlich. Nee, was mache ich denn jetzt? Noch eine Glas. Ich wollte erst noch eine weitere Glas-Dings bauen, weil ich habe ja relativ viel Sand und Kohle und könnte halt noch weiteres Glas herstellen. Und später brauchen wir sowieso noch so eine Fabrik, um die Glasflaschen darin herzustellen, weil die werden auch dort hergestellt.
Deswegen habe ich überlegt, baust du einfach noch eine und mach mal zweimal Glas. Was soll's denn? Kann man doch machen, oder? In der Theorie. Hier habe ich den Weltmarkt nochmal eben angeguckt. Ah, das kann man natürlich machen. Man kann es machen. Glas, hier, da habe ich die Entscheidung getroffen. Glas geht nach oben. Mach Glas. Glas jetzt schon stagniert. Wo ich es gesehen habe, jetzt schon stagniert. Ah, ich bin einfach geil. Habe es aber, glaube ich, trotzdem dann gemacht, oder? Ah, jetzt habe ich nochmal geguckt, ob denn Glas überhaupt Geld gibt. Wir haben mal die Statistik hier angesehen. Es geht irgendwie ein bisschen nach oben, aber was soll dieses... Sind das die Ticks wirklich? Dauert es so lange, eine Fuge Glas herzustellen? Man weiß es nicht genau. Hier mal unseren... Oh, Jemini. Eieieieiei. So, hier gehen nämlich jetzt gerade Glasdinger raus. Da habe ich geguckt, ob das Geld gibt, während sie rausticken. Und ja, gibt's da. Zack, 8000 ungefähr. Zack. Ich weiß nicht, warum 8000. Weil da oben steht irgendwas von 16.000 oder so. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas verrechnet wird mit den Kosten oder so. Oder ob das beim Start nicht so viel Geld gibt. Wo mir auch übrigens die Anzeige fehlt, wie viel ich dafür überhaupt bekomme vom Start. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also hier auf jeden Fall 30 Sand gelagert. Es wird gerade neu produziert. Jetzt wird neuer Kohle reingebracht. Damit dann für den nächsten Tick auch Kohle da ist. Wo ist die Kohle? Müsste eigentlich... Da kommt sie. Da fährt sie. Ja. Und dann zack, neue Glasfabrik jetzt. Jetzt wird hier aber Glas sowas von weggewumst. Mein Lieber. So, alles wieder einstellen. Lagerhaus 1 bringt den Sand. Lagerhaus 2 bringt die Kohle, hoffe ich, dann irgendwann. Und dann geht das hier ab. Kohle wird schon reingebracht. Oder? Hatte ich gedacht. Ja, wir müssen noch Start einstellen, glaube ich, oder? Ich habe das noch nicht gemacht, oder? Oder? Jetzt habe ich, glaube ich, habe ich noch einen Sandsammler gebaut, ernsthaft? Boah, ich bin krass drauf. Wie groß wird denn bitte diese Industrie? Die wird ja grandios groß. Aber es muss auch eigentlich sein, weil Sand, weiß ich halt nicht. Momentan habe ich nicht zu viel Sand. Man kann ihn ja, wie gesagt, auch noch theoretisch dann später an den Start verkaufen, wenn man zu viel haben sollte. Und hier kann ich so richtig schnell arbeiten, weil die direkt hier an der Street sind, die Sammler. Mega gut. Die hauen hier nämlich direkt einen raus. So, warte mal. Hier muss man verbinden. Das checkt man ganz schnell. So, noch mehr Sand. Noch mehr Sand, geht klar. Wird auch schon in Lagerhaus 3 in dem Falle jetzt geliefert. Habe ich das gelassen? Soll doch eigentlich in Lagerhaus 1, oder nicht? Habe ich das gelassen? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ah, da muss man auf manuell eingeben, weil genau, das macht nämlich erst automatisch immer das nächste Lagerhaus. Da musst du aber manuell kannst das machen und dann Lagerhaus 1 auswählen. Genau, habe ich auch rausgefunden. Alleine. Ja, müssen wir dazu sagen. So, dann habe ich geguckt, ob man das auch direkt zum Baumarkt, ohne das in Lagerhaus bringen zu müssen, direkt zum Baumarkt. Vom Sandsammler in den Baumarkt. Geht das? Hier habe ich jetzt den Baumarkt nämlich weggemacht. Aus dem Lagerhaus. Und mache jetzt Sand zum... Dazu Glasfabrik. Ah, okay. Das habe ich gemacht. Ah ja, macht auch Sinn. Glasfabrik 1 und 2. Die beiden Sammler bringen es zu 1. Und die verteilen es auf die beiden Fabriken. Und der Sand unten, also links von dem, der geht einfach direkt, ohne jemals ein Lager zu sehen, in den Baumarkt. Ja, das ist nicht so dumm. Glaube ich. Keine Ahnung. Also die bringen das direkt in den Baumarkt, ohne dass das vorher zum Lager kommt. Ob das alles so funktioniert, werden wir sehen. Da ist jetzt gleich das erste fertig. Der erste Sand. So. Und der wird jetzt da rausgefahren, das seht ihr. In den Sandhauptdings und dann zack direkt
runter, ohne zum Lagerhaus. Bam, geht also auch. Habe ich auch drauf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier sind im Lager jetzt auch nur noch irgendwie 26 oder was. So, und dann war unten ein Ellert. Lager ist voll. Das Lager hier ist voll von der ersten Glasfabrik. Und zwar, das ist die zweite Brilli. Das ist die erste, ja. Und zwar sind da 40 Sand und eine Kohle drin. Und das ist zu voll. Das ist zu voll, liebe Freunde. Ja, da guckst du nämlich. Da guckst du nämlich. Das kann man aber einstellen. Warte mal, wo habe ich das gemacht? Im Lagerhaus, nämlich in der Linie quasi. Mal alles hier weg. So. So, da kannst du nämlich jetzt einstellen, in Glasfabrik 1 sollen nur, weil jetzt macht er maximal, bis es voll ist, haut er da Sand rein. Hat er jetzt gesagt, maximal 30 Sand, damit da auch immer noch Platz ist für Kohle genug. Nicht, dass das irgendwann dann, dass der Sand im Lager die Kohle blockiert und da nichts mehr rein kann. Sollte ich vielleicht beim zweiten auch noch machen. Macht Sinn. Aber gut, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber habe ich auch rausgefunden. Das tickt natürlich jetzt erst weg, wenn ein neuer Zyklus angefangen hat. Also jeden Moment, dann müsste das Lager wieder leer sein. Da ist es weg. Sehr gut. Habe ich auch rausgefunden, liebe Freunde. Ah, das war doch wieder eine spannende Folge. Und ich hoffe, in der nächsten geht es da wieder richtig zur Sache. Mit Nachdenken und live spielen. Denn dieses Kommentieren macht zwar auch Spaß, aber ist was ganz anderes. Leute, ich sage jetzt langsam tschüss. Okay, ich kann wirklich langsam tschüss sagen, denn es sind noch ein paar Sekunden. Ich sage langsam tschüss, bis zum nächsten Mal.